Wir werden Abschiebungen abschaffen, weil wir überzeugt sind, dass der Lebensort eines Menschen allein auf seinem individuellen Willen und seiner individuellen Entscheidung beruht. Wir durchbrachen den eingekreisten Bewegungsradius der Residenzpflicht und unterlassen keine Tat, um ihn praktisch abzuschaffen, weil wir überzeugt sind, dass Bewegungsfreiheit eine der elementarsten Menschenrechte ist. Wir verweigern das erzwungene Leben in den Isolationslagern für Flüchtlinge und die Philosophie einer solchen elenden Erfindung. Wir stehen für Schließung aller, aller Heime und auch das große Erstaufnahmelager in Nussdorf-Horst. Dies ist wirklich, ich würde sagen, das ist so gegen alle Menschlichkeit und unwürdig zu leben. Das ist hinter dem Stacheldraht Menschenleben. Kinder werden immer größer und man hält diese Leute wirklich wie Kriminellen. Ihr wisst sicher, das Asylverfahren dauert so lange, dauert jahrelang. Und da kommt nach der Ablehnung die Duldungsphase. Duldungsphase, dann kommt die zweite Duldungsphase und schon lebt der Mensch jahrelang in Kettenduldung. Wir plädieren dafür, dass diese Situation unbedingt abgeschafft wird. Macht bitte diesen Protesten weiter. Das hilft uns sehr. Denn sowohl die Behörde und die Landesregierung hört das nicht. Macht's weiter.